Dann gucken wir mal. Ich will jetzt vorher noch mal gucken. Ja, ist relativ... Ja, Story of Seasons. A Wonderful Life. Ja, wir können jetzt neue Spieloptionen fortfahren machen. So, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Tasten, Spieleinstellungen, Parameteranzeige, Zeitanzeige. Theoretisch ja. Muster 2. Ich habe keine Ahnung, was das für Muster sind. Ich finde es okay, so wie es ist. Story of Seasons, A Wonderful Life. Da bin ich mal gespannt. Neues Spiel machen wir natürlich. Ich habe das die Woche schon mal angespielt. Alles hat mit einem Brief angefangen. Dabei hatte ich bestimmt schon seit Jahren keinen mehr bekommen. Ich hatte da nämlich mal einen Freund. Wir haben uns all unsere Träume und Wünsche erzählt. Und der Absender des Briefes, sein Kind. In dem Brief ging es um das Leben in der Stadt. Sein Kind hat jede Menge Fragen über die Landwirtschaft gestellt und mit den Worten geschlossen: Ich würde gerne auf dem Hof arbeiten. Zu einem Stadtkind muss das Leben im vergessenen Tal wohl verlockend erschienen sein. Tja, das hat mich ganz schön überrascht, muss ich zugeben. Ich habe meine Augen geschlossen und das Lächeln meines alten Freundes gesehen, als wäre es gestern gewesen. Man braucht schon Mumm, um von der Großstadt den ganzen Weg ins vergessene Tal zu unternehmen. Denn es ist ein Ort, an dem die meisten... Na eben... vergessen haben. Und da kommen wir zur ersten Erneuerung im Spiel, die Charakterauswahl. Wir können da gar nicht so viel machen, aber im Vergleich zum Vorgänger können wir etwas machen. Wir können ein normales Gesicht machen, können ein fröhliches Gesicht machen. Wir können so ein bisschen Asien-Stil machen, so ein bisschen mit tiefer gesunkenen Augen, ein bisschen ernster. Oder das soll, glaube ich, eher so ein bisschen katzenmäßig sein. Ich würde sagen, wir nehmen den fröhlichen Mann. Den fröhlichen Lausbub. Wir können natürlich hier, Farben sind natürlich klar, können wir einiges machen. Normalerweise, um mich in den Nachtstellen, müsste ich hier nochmal eine Stufe nach links, wegen der Kellerbleiche. Bin aber hier soweit eigentlich ganz zufrieden. Augenfarbe können wir auch auswählen. Können hier fancy lila machen oder grün oder richtig grell oder rot. Aber das ist eigentlich auch eine richtig krasse Farbkombination. Rot und braune Haare. Machen wir mal weiter. So, Einstellungen können nicht mehr geändert werden. Ja, das ist schon klar. Hier können wir natürlich die Frisur ändern, ganz wie wir lustig sind. Das ist ja so ein bisschen... Das ist relativ offen. Wir können natürlich hier schöne Frisuren machen. Ne? Ja, so eine Pilzkopffrisur. Können hier den Strubbelpeter spielen. Oder hier den vielleicht... Wir können hier den ganz normalen Lausbuben spielen. Hier so ein bisschen mit länglichen Haaren, eher so der Charismatiker. Hier, mir hat jemand auf den Kopf gepinkelt. Oder den Frauenschwarm mit den nach hinten gegelten Haaren und der Schmalzlocke, den Sanji verarme. Ich würde aber bei der originalen Frisur bleiben, einfach aus dem Aspekt hier, die passt einfach. So ein bisschen zerzaust, aber liebensgewürzig. Natürlich können wir die Haarfarbe noch ändern. Wir können hier
fancy pink machen, komplett weiß. Dann sieht man unser Alter nachher nicht mehr, weil wir sowieso schon weiße Haare haben. Könnte ein bisschen orange oder rötlich machen. Wie wir es lustig sind, wenn ich jetzt das machen würde, so wie es, ja, eher das hier oder ja, braun wäre halt. Gut, blond halt, ne? Können auch schwarze Haare machen, ganz, ganz traditionell. Oder wir nehmen mal einen fancy Redhead-Look. Ach, machen wir mal den Redhead. Und hier können wir natürlich unsere Kleider wählen. Aber das entscheidet nicht unser Geschlecht. Also wie gesagt, wir können das dann ganz entscheiden, wie wir wollen. Ich würde aber hier bei dem traditionellen Dingsbums bleiben. Ja, wie nennen wir uns mal? Wir nennen uns doch einfach mal Sascha. So. Pronomen. Ja, wir können verschiedene Pronomen wählen. Er, ihm, sie, ihr, wie die Leute uns ansprechen. Nicht binär, aber ich für meinen Teil finde das so in Ordnung. Und da kommen wir aus der Stadt. Du bist also Sascha, stimmt's? Mein Beileid, dein Vater war ein guter Mann. Er wird im nächsten Leben bestimmt viele Freunde finden. Na dann. Ich muss aber zugeben, dass du wohl ziemlich nach ihm geraten bist. Nur wenige in deinem Alter würden ihre sieben Sachen packen und ausgerechnet ins vergessene Tal kommen. Aber gut, wenn du erstmal etwas Zeit verbracht hast, wirst du schon sehen, ob das Leben hier etwas für dich ist. Da bin ich mal gespannt, aber ich denke schon, ein bisschen ruhig, ein bisschen entspannt, ein bisschen chillig, würde mir persönlich sehr gut gefallen. Das hier ist das Land, was wir gefunden haben. Gut, die Gebäude sahen schon mal besser aus. Aber man kann sie noch benutzen. Auch der Acker ist fruchtbar genug, um etwas anzubauen. Das ist doch schön. Siehst du die Weide da? Wenn du die ein bisschen düngst, können deine Nutztiere da grasen. Das ist doch wunderbar. Oh, die Musik. Oh, herrlich. Die Musik ist schön. Also, wie sieht's aus, Junge? Lust, den Hof zu übernehmen? Wenn ich mir so recht überlege? Nein, wir sind schon hier. Wir nehmen die Challenge an. Das höre ich gern. Und dein Vater wird gerade bestimmt ebenfalls frohlocken. Dann wollen wir mal. Am besten zeige ich dir gleich alles. Dann zeig uns mal alles, Takakura. Das hier ist der Stall. Hier kannst du Kühe, Pferde und Schafe halten. Ich zeige ihn dir später von innen. Das haben sie geändert. Das war im Original nicht. Hier war der Werkzeugschuppen. Das hatte sogar seinen eigenen Raum. Finde ich schade, dass sie das geändert haben. Hier ist die Versandkiste. Hoffentlich versteht ihr euch gut, denn sie ist deine beste Freundin. Wenn du Milch oder etwas anderes verschicken möchtest, dann leg es hier rein. Ich verkaufe das dann am nächsten Morgen alles auf dem Stadtmarkt. Wenn ich etwas für dich kaufen soll, dann schreib es ins Auftragsbuch hier. Da drüben steht ein Lagerschuppen und ein Lebensmittellager. Wenn du mal keinen Platz mehr in deiner Tasche hast, kannst du dort Dinge verstauen, die du gerade nicht brauchst. Na dann. Was eine Woche. Alle kleineren Gegenstände, die du gekauft hast und deine Gewinne lege ich hier rein. Manchmal bekommst du auch Geschenke oder Belohnung von anderen Leuten hier. Also schau immer mal wieder nach. Das machen wir. Das hier ist der Geflügelstall. Wenig überraschend kannst du hier Hühner halten. Das hier ist eins deiner Felder. Hier kannst du die Samen aussehen. Zuerst brauchst du aber eine Hacke, um die Erde zu pflügen. Ich habe gerade davon reden. Ich habe hier ein paar Packungen mit Samen und einfache Werkzeuge für dich. Benutze sie doch, wenn du die Chance dazu bekommst.
Hundi! Hundi! Wir kriegen einen Hundi! Hundi! Interessant. Ich wusste gar nicht, dass sie verschiedene Farben haben. Na sowas. Hier haben sie wohl ein paar Streuner genistet. Und sie scheinen dich zu mögen. Na gut, na gut. Einen darfst du behalten. Aber nur einen, hörst du? Hunde mag ich nämlich nicht besonders. Boah, Takakura, jetzt hast du aber Minuspunkte gesammelt. Raus! Das ist jetzt unsere Farm. Hau ab! Die Hunde bleiben! Takakura kann gehen! Der mit den Spitzenohren oder der mit den Schlappohren? Ich würde sagen, wir nehmen den mit den Spitzenohren. Warum denn nicht? War schon einen perfekten Namen für ihn. So, gibst du dem noch einen Namen? Ja, natürlich. Natürlich. Den nennen wir Justin. Ein schöner Name. Wenn ich das nächste Mal in die Stadt gehe, werde ich mich nach einem Herrchen oder Frauchen für den anderen umsehen. Ja, ja, komm, wer weiß, was du mit dem Hund machst. Im Kleinen werde ich da wohl auch eine Hundehütte bauen. Na, immerhin. Dafür, dass er keine Hunde mag, macht er ziemlich viel her. Und hier haben wir dein Haus. Ich habe es vor deiner Ankunft ein wenig hingerichtet. Hergerichtet. Du solltest also sofort darin wohnen können. Ach, mein Haus. Siehst du die Hütte da drüben? Da wohne ich. Na dann. Damit hätten wir das meiste. Ist vielleicht nicht viel, aber wenn du ein bisschen sparst und noch, kannst du noch ausbauen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Wir wollten uns ja noch um den Stall kümmern, oder? Anschauen, oder? Das machen wir jetzt. Komm mit. Als Willkommensgeschenk habe ich hier eine Kuh gekauft. Ihr Futtertrog steht da drüben. Ah ja, einen Namen brauchst du ja auch noch. Wie nennen wir dann die Kuh? Ich weiß schon, wie wir sie nennen. Nennen wir sie Juna. Bestätigen wir. Juna, also gefällt mir. Sie ist unser erstes Tier, also kümmere dich gut um sie. Sie hat vor etwa 10 Tagen geworfen. Da wird sie jede Menge Milch geben. Solange sie gesund ist, wirst du sie zweimal täglich melken können. Das sollte dann alles sein. Ach, fast hätte ich es vergessen. Dein Hof braucht noch einen Namen. Hast du einen Vorschlag? Ja. Ja, Edenhof klingt jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben. Garten-Edenhof. Happy-Hof. Glückshof. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Weißt du was? Wir nennen ihn Family. Familienhof. Das machen wir. Guck mal, hat genau gepasst. Familienhof. Familienhof? Ja, das klingt gut. Wenn wir schon dabei sind, kann ich dich den anderen Einwohnern vorstellen. Ich schließe zwar nicht so schnell Freundschaften, aber jemand in deinem Alter sollte hier alle im Handumdrehen bezaubern können. Einverstanden? Dann lernen wir mal die Leute kennen. Was denn? Geh mir hin, komm, lernen wir mal die Leute kennen. Wir können das also auch skippen. Im Original kannst du das nicht. Das hier ist das Gasthaus Siebenschläfer. Das war eigentlich normalerweise nur Gasthof. Also da haben sie was geändert. Tai betreibt es mit seiner Frau Lu. Ihr Sohn Rock wohnt noch zu Hause. Also Rock ist gleich geblieben. Aber Lu und Tai
Die haben den Namen geändert. Die haben anderen Namen. Ach, und? Dann gibt es noch ein Mädchen namens Nami, das im zweiten Stock lebt. Die werden die auch noch kennenlernen. Das hier sind Gary und seine Frau Nina. Der heißt auch Galem, also im Originalen. Ich kenne das Spiel in- und auswendig. Also mir macht der nichts vor. Hier hätten wir Chris. Das sind Sully, der Ehemann von Chris und ihr gemeinsamer Sohn Huck. Der hieß doch auch anders. Oh Mann, den kann ich doch nicht. Gavin, der hieß doch auch anders. Heißt der, hieß der nicht... Oh, wie hieß der denn? Er hat ja auch einen anderen Namen gehabt. Naja, können wir vielleicht mal im Original nachgucken. Habe ich ja hier im Schrank stehen. Die GameCube ist auch am PC angeschlossen. Also passt doch schon. Galem ist der Inhaber und Oberbarista vom Café Hüttensänger. Im Original war das eine Bar. Da gab es Cocktails. Alkoholfreie. Glaube ich. Er hat gesagt, das Steinöl wäre sehr stark. Das fand ich besser. Also mir hätte die Bar gefallen. Molly arbeitet hier in Teilzeit. Die hieß Muffy früher. Eine der Junggesellinnen sozusagen. Ah, hier unterscheiden sich auch die Geister. Und zwar konnte man später im GameCube-Teil ging das nicht. Da war die Lumina zu jung. Also diese Romana gehört die Villa, wo sie mit ihrer Enkelin Lumina wohnt. Die beiden haben einen Butler namens Sebastian. Im Original für die GameCube ging das nicht. In der Special Edition schon. Da war die Lumina ein bisschen älter. Da konnte man auch später mit ihr, gehörte sie auch zu Junggesellen. Auswahl. Das ist interessant, wie sich das geändert hat. Ach, der Gitarrenspieler, der heißt Gustava. Er ist schon ein Unikat, immer ein Liedchen auf Lager. Der sah auch wesentlich anders aus. Der junge Bursche da drüben heißt Gordy. Er redet nicht viel. Aber er soll ein sehr leidenschaftlicher Künstler sein. Die kenne ich auch. Die sind super. Hier haben wir Wester. Sie betreibt den Obst- und Gemüsehof. Da drüben steht Matthew. Der ist doch Matt. Und nicht Matthew. Ihr jüngerer Bruder. Cecilia hilft den beiden. Die hieß früher Celia. Sie verkaufen ihr Samen. Schau bei Gelegenheit ruhig mal ihre Auswahl an. Ist auch eine der Junggesellinnen, die Cecilia. Außerdem fragst du erst gar nicht, was für Experimente er anstellt. Eieiei. Es gibt noch einen Archäologen, der mit dem Zelt am Wasserfall übernachtet. Er und seine Assistentin graben ständig alles mögliche komische Zeug aus. Damit sollten wir alle haben. Na dann. Jetzt bist du bestimmt erschöpft. Es war ein langer Tag. Ruhe dich besser einmal aus. Wenn mir später noch etwas einfällt, kannst du mich jederzeit fragen. Ja. Wir werden dich nicht brauchen. Du bist nur da, um in der Stadt unser Zeug zu verkaufen. Ach ja, ich wollte dir ja noch etwas geben. Was ist das? Die Kamera hat deinen Vater gehört. Ist natürlich nicht mehr das neueste Modell, aber sie funktioniert noch gut. Schieß am besten gleich ein Probefoto. Das ist eine schwache Pose. Ich hätte ja mindestens das die Kamera... Kamera gegrinst wie so ein Blöder. Die kannst du immer benutzen, wenn dir danach ist.
Na dann. Jetzt ruh dich mal aus, Junge. Das hast du dir verdient. Wir haben noch gar nichts gemacht. Oh, so ein Naturgeist habe ich ja noch nie gesehen. Oh, nein. Also ja, die sind ganz knuffig, aber... Jack? Oh nein, haben sie die auch umbenannt? Oh, schade. Hey, hey, wer könnte das denn sein? Keine Ahnung. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Naturgeister im vergessenen Tal. Ja, genau. Was haben wir denn vor uns? Oh nein. Jack, Egg und Hart. Oh nein. Ace. Jack, Ace, Hart. Oh nein. Die hießen Flick, Flack und Flick, Flick und Flack oder sowas. Das war so eine Tick, Trick und Track-Anspielung. Das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Aber jetzt, na, ich weiß nicht. Der Anfang. Schönes Häuschen. Doch. Takakura sich Mühe gegeben. Gut. Hey Sascha, warte mal kurz. Sieh dir unbedingt Takakuras Notizbuch an, bevor du gehst. Auf dem Nachttisch. Ja, in seinem Nachtnotizbuch steht... Ja, ich weiß. Ich kenne das Spiel. Ja, Leben im Tal. Jeder hat sein eigenes Ding. Jahreszeiten gibt es. Dauert 10 Tage. Siehst im Kalender. Sollst gesund bleiben. Sprich, Energie, Ausdauer, ess ordentlich. Und Partnersuche hier. Du kriegst... kannst dir eine Braut suchen. Schon klar. Ist ja eine Lebenssimulation. Hm, Hundi. Hier wohnt Justin. Das ist doch schön. So, ich bin ja... Dieser Bereich für deine Tiere. Wenn du Fragen hast, wie du die, solltest du ein Notizbuch lesen. Ja, das ist jetzt, passt schon. Nutztierhaltung. Können sie füttern, mit ihnen spielen, sie knuddeln. Können auch Tiere reiten, können Sachen kaufen. Hier verschiedene Kühe. So sieht der Stall irgendwann aus. Hier Futter, Einrichtung, etc., etc. So. Ich bin eher der Typ, der die Kühe aus der, auf der Weide hausen lässt. Unabhängig davon, wie Dingsbums, ob es regnet, stürmt oder so, sind halt draußen Tiere. Aber ich glaube, wir sollten hier ein bisschen... Juna ist heute ziemlich temperamentvoll. Eieiei, Mädchen. Nein, 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 ganz ruhig. So, ich habe mich mit der Steuerung schon ein bisschen vertraut gemacht. Also dementsprechend entspannen wir uns mal. Können sie auch gleich melken, das ist doch super. Okay, das haben sie verbessert, das ist gut. So, jetzt haben wir sogar ein bisschen Futter, das ist auch wunderbar. Das Einzige, was neu ist, ist, dass man das hier alles selbst düngen muss. Das ist neu. So, hey, also eins deiner Felder. Ja, ich weiß, wie man Feld bestellt. Ich bin kein Anfänger. So, was auf jeden Fall schneller geht, ist das Sammeln von Gegenständen. So, ich will jetzt erstmal... Wir haben einen Apfelsamen. Wir haben eine Tomate. Okay. So, wie die Bäume funktionieren, weiß ich auch. So, erstmal benutzen und dann... So, die Frage ist nur, als ich angespielt habe, habe ich gesehen, dass sie, die, dass sie das, das Geld von den Pflanzen oder von den Bäumen... wesentlich geringer gehabt haben als zum Beispiel im Anfänger im Dingsbums. Ja, leider haben sie das ein bisschen angepasst. Da werde ich gleich mal auf Westers Hof gehen, noch ein bisschen Saatgut sammeln. So, die gute Juna ist gefüttert. Der geht's auch gut. Die hat uns auch schon Milch gegeben. Hat gute Laune. Na siehst du, hat das Knuddeln noch was gebracht. So, wollen wir nochmal gucken. Gibt's sonst noch irgendwas? Nee, ne? Wir haben uns aber noch nicht allen vorgestellt.
Dann wollen wir doch nochmal gucken, ob wir diesen komischen, verrückten Wissenschaftler mal treffen. Hast du mich erwischt? Wie? Der Wissenschaftler ist am Schlafen. Na dann. Wollen wir mal gucken. Es gibt ein paar Sachen. Grüß dich, Justin. Gut. Hier gibt es, also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen angespielt. Also wir werden da nicht komplett blind rumlaufen. Wir werden alle kennenlernen in aller Ruhe. Die Cecilia hat einen Auftrag. Hi, ich hätte gerne Tomaten für Salat. Die Tomaten auf dem Hof sind für unsere Kunden. Also kann ich Wester nicht darum bitten. Von Cecilia. Noch 9 Tage. Nehmen wir mal mit. Und was haben wir hier? Milchsuppe. Brauche Milchsuppe. Grund, ich brauche die Energie. Danke. Von Gordy. Information, Auftrags... Ja, okay. Wir haben das Rezept Milchsuppe gelernt. Was kriegen wir denn dafür eigentlich? Von der Cecilia kriegen wir 5 Eier? Ah, Wassermelonsamen. Das lohnt sich doch eigentlich. Wir werden dann später nochmal auf Westers Farm gehen und mal gucken, was wir da so, Na, wer ist ein kleiner Justin? Ja, du bist ein kleiner Justin. Justin hat ein gesundes, flauschiges Fell. Das ist doch super. Komm, ich trainiere dich mal. Hey. Hey. So, mach Männchen. Ja, wer ist ein braver Justin? Spring. Ja, wer ist ein braver Justin? Gib Pfötchen. Ja, jetzt dreh dich. Komm, komm, komm. Na, das müssen wir noch üben. Nochmal Männchen. Und spring. Hopp, hopp. Gut. So. Wunderbar. Und ich dachte, ich wäre so ein Schäferhund oder so. Nur, wir kriegen halt nur Spitzohr oder Schlappohr. Hunde sind halt hier nicht größer. Gut, dann wollen wir mal gucken. Achso, wir wollten eine Milchsuppe machen. Da können wir uns gleich bei dem Corby A vorstellen und B einschleimen. Tomaten brauchen noch ein bisschen. Haben wir erst angepflanzt. Nach Rezept zubereiten. Suppen. Wir können noch nicht viel machen, aber... Benötigte Zutaten. Gericht zubereiten. Eine zubereiten. Ja, ich möchte das Gericht zubereiten. Habe ich umsonst ausgewählt. Na super. Stecken wir mal in die Tasche. Dann wollen wir mal schauen. So, was haben wir hier? Tomatensamen. Samen für Tomaten sollten bald sprießen. Der Boden ist nicht besonders fruchtbar. Schade. Ich finde es halt komisch, dass wir nur 2 Felder haben. Im Original war hier vorne, wo noch hier so viel Platz ist, war da noch ein größeres Feld. Aber vielleicht kann man das hier ausbauen. So, gut, dann... Das ist Harvest... Das ist Story of Seasons, Justin. Da gibt es keine großen Hunde. Schon alle wieder abgeschaltet. So. Wunderbar. Ach, hier haben wir die Nami. Kennen wir noch nicht. Warte, lass mich mit dir sprechen. Wenn der Frühling anbricht, haben alle gute Laune. Aber ich weiß nicht, warum. Was ist denn so besonders dran? Ja, die Sonne geht auf, die Winterkälte geht raus, die Sonne, die Blumen blühen. Natürlich hat jeder gute Laune. Gut, der Gasthof hat auch ein kleines Feld. Das bedeutet, so ein paar Sachen baut er selbst an. Sehr löblich, durchaus. Hier haben wir den Cordy. Cordy, keine Ahnung. So, jetzt haben wir irgendwas gesammelt. Hey, du bist doch dieser Bauer, nicht wahr? Oder? Ich mache Kunstwerke aus Metall. Ich bin wegen des Auftrags hier. Finde ich mit den Aufträgen eigentlich ganz gut. Danke für deine Mühe. Ich weiß, was zu schätzen. Hier, mein Dankeschön für dich. Bis später. Gut, ist doch schon mal eine Sache. Was haben wir hier?
Schon gleich Event? Ach, Gordy, was ist denn los? Was ist denn los, mein Junge? Ich denke nach. Na, dann denk mal. Was geleuchtet? Immer in Bewegung. Hä? Brechen, wabern, die Wellen erheben sich und kehren dann zurück. Hinterfragen wir das mal nicht. Na gut, dann ist das so. So, hier wohnt Gustava. Also, wo könnte ich am besten auf meine Gitarre spielen? Hey! Die Bäume singen ein Wiegenlied. Der hatte mal einen cooleren Hut auf im Original. Aber gut. So, ich brauche Apfelbäume. Ich will mal gucken. Ich würde gern zwei Bäume von allen pflanzen. Die Frage ist nur, ob wir so viel haben. Oh, komm, wir nehmen ein paar Blümchen mit. Komm, wenn wir schon bei der Feste auf dem Hof sind, dann können wir der Damenschaft auch was mitbringen. Das gehört sich so. Das Aufheben geht im Vergleich zum Original schneller. Finde ich persönlich bis jetzt ganz gut, dass mit dem Steinkreis auch irgendwann mal was Besonderes gibt. Keine Ahnung, das sieht immer so aus, als wenn da irgendwas kommt. Oder wenn man da irgendwas triggern kann. So, natürlich am Anfang so viele Sachen sammeln, wie es geht. Was ich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich fand ich den Rucksack vom Original besser. Ist immer wieder ein bisschen schwierig. Hey, wer ist da? Na? Hey, wie gefällt dir das Landleben? Falls du jemand Samen brauchst, komm einfach zu mir. Ich helfe dir beim Produzieren. Nein. Ich teile gerne alles, was wir übrig haben. Und alles, was du anbaust, kannst du in der Stadt wie warme Semmeln verkaufen. Glaub mir nur nicht meine Kundschaft, okay? Möchtest du heute was kaufen? Nee, ja doch, aber nicht bei dir. Ich will ja nur ein paar Leute kennenlernen. Aber ich hätte auch gern so ein Dingsbums. Ah, die Arbeit auf dem Feld macht einen echt müde. Hier zum Einkaufen? Nee, passt schon. Ah, jetzt haben wir vergessen, der Western ein Blümchen zu geben. Also, das sieht ja entzückend aus. Du kannst dich glücklich schätzen. Das ist für dich. Meinst du das ernst? Du bist so nett, Sascha. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ach, klar doch, Cecilia. Wie gesagt, im Original hieß sie Cedia. Nein! Hast du nicht das? Aber das macht nichts. Gib mir später Bescheid, wenn du es hast. Ups, Entschuldigung. Vesta investiert mehr Liebe und Sorgfalt in ihre Pflanzen als alles andere, das ich kenne. Als alle anderen, die ich kenne. Deshalb sind unsere Produkte auch so gut. Abgesehen davon, möchtest du etwas kaufen? Ja, ich würde gerne... Such dir was aus, was du möchtest. Pfirsich. Die waren früher voll teuer. Aber dafür konntest du mit dem Saatgut auch richtig Geld machen. So, Banane kaufe ich mal zwei Stück. Warum eigentlich nicht? Konntest hier früher wirklich nur einmal einen Bananenbaum kaufen, da war dein ganzes Geld leer. Aber wer, der hat im zweiten Jahr Früchte getragen und du hattest die Samenmaschine. Dann warst du ein gemachter Mann. So,
Herbst bis Frühling, Sommer bis Herbst, Tomate, Wassermelone, Steckrübe. Herbst bis Winter, wechseln um Herbst, Pfirsich, Orange. Okay, warte mal, Apfel haben wir, Banane haben wir. Orangenbäume nehme ich auf jeden Fall 2 Stück. Ich mag die Dinge einfach. So. So, Trauben, Pfirsich. Haben wir schon Pfirsich? Nee, ne? Aber weißt du was? Ich glaube, wir müssten alles haben. Dann holen wir einfach 2 Bäume von allem. So, was haben wir denn? Apfel haben wir, Banane haben wir, Orange haben wir, Pfirsich haben wir. Dann holen wir noch 2 Trauben. Und dann haben wir alles, was wir brauchen, oder? So, dann haben wir schon mal für Obst, ist dann später gesorgt. Vielen Dank und komm bald wieder. Natürlich, bei so einer lieben Bedienung kommen wir doch gerne wieder. Aber wir haben der Western noch was mitgebracht. Ah nee, haben wir das schon gegeben? Sieh mal an, was du hast. Sieht sehr gut aus. Könnte ich es hier abnehmen? Na klar. Tut mir leid, Sascha, aber jetzt passt es gerade nicht. Boah. Hättest du doch in eine von deinen Schürzentaschen stecken können, Mädel. Na gut. Ey, was geht? Wer hat mich da angeschrieben von der Sack? Nicht da, hier. Was? Mach's auf dem Hof blau, um spazieren zu gehen, Sascha. Sieh an, sieh an. Hey, hey, ich nehme dich bloß auf die Arme. Ist doch kein Drama. Sah so aus, als hättest du eine Arbeit... Als hättest du dir so eine Art Blickduell mit dem Fluss geliefert. Aber du warst bestimmt nur müde von der Arbeit oder so. Übrigens, kriegt nicht jeder so viel Aufmerksamkeit von einem Prachtexemplar wie mir. Ein gebildeter Sack. Nur mal so nebenbei. Aber jetzt spitz mal... Schulter entspannen. Ich hab meinem ganzen Leben noch nie wen gesehen, der so verpennt ist wie du. Verspannt. Wenn du nicht ab und zu mal chillst, mach das Leben nicht fertig, Mann. Jetzt komm, hängen wir mal ein bisschen ab und labern. Lass mal nachdenken. Worüber sollen wir ein bisschen quatschen? Ich weiß eigentlich null von dir. Also könnten wir uns vielleicht nochmal vorstellen. Ich bin Rock. Ich bin sozusagen das Aushängeschild vom Gasthaus Siebenschläfer. Naja, und du sind meine Eltern. Naja, so viel war ja wohl klar. Jetzt erzähle ich dir mal was über meine Hobbys. Also aufgepasst. Ich nehme alles auf die leichte Schulter. Keine Arbeit, kein Druck, kein gar nichts. Nur ich und mein Traumleben. Das Tolle am vergessenen Tal ist, dass die Leute hier einfach machen, was sie wollen, verstehst du? Das sollte das Motto, erst das Vergnügen, dann die Arbeit, ja eigentlich kein Thema sein, aber nein, alle haben anscheinend ein Problem damit. Das geht mir nicht in die Birne, Alter. Na, alles Spießer. Genau, ist doch mein Leben. Ist doch mein Leben. Wenn ich nur chillen will, dann ist das meine Sache und da braucht sich keiner einzumischen. Wie krass, dass es endlich mal jemand rafft. Ich glaube, wir werden uns gut verstehen. Auf eine wunderbare Freundschaft, Alter. Könnte man aufhören, dem irgendwie so einen jugendlichen Akzent zu geben? Der Slang ist doch schon echt oldschool. So, jetzt muss ich mich aber mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung widmen, dem Nichtstun. Wir sehen uns. Rock, der hat's vieler vom vergessenen Tal. Er liegt seinen Eltern auch mehr auf den Schultern, als dass er nützlich ist. Naja, die Nami ist bei dem Wissenschaftler. Aha. Die haben wir ja schon gesprochen, ne? Deswegen sind die Momente, in denen ich lachen und rundherum glücklich... Deswegen sind die Momente, in denen man lachen und rundherum glücklich sein kann, auch so wichtig. So sehe ich das jedenfalls. Ich habe keine Ahnung, wovon die Alte labert. Kann hier, glaube ich, später auch irgendwie einen Stand öffnen oder so. Wenn du dich ausgelaugt fühlst, ist ein warmes Getränk genau das Richtige, um deine Lebensgeister zu wecken. Guck mal, ich habe Blümchen für dich.
für eine wunderschöne Blume. Ist die für mich? Na klar. Oh, jetzt hast du mir den Tag versüßt. Vielen Dank, ich werde sie in mein Zimmer stellen. Das ist doch super. Und hier ist das Tagebuch von ihr. Hier kann man... Jede Dame hat irgendwo in ihrem Raum ein geheimes Tagebuch. Die Mafia hat es hier. Die Cecilia hat es in ihrem Dachboden. Und die Nami hat es in ihrem Kämmerchen. Und hier... Ah, ich fühle mich Herzchen, wenn ich an ihn denke. Ja, ne? Gut. Haben wir eigentlich alle Wichtigen sozusagen kennengelernt. Was sagt denn der Hof? Da fehlen noch ein paar, meine ich, ne? Guck mal, der Justin hat noch keine Skills. Das kriegen wir hin. Hier werden die Tiere automatisch gefüttert, also zumindest das Haustier. Aber ich glaube, solange die draußen sind, passt das schon. Warte mal. So. Muss erst das Feld bestellen. Bäume brauchen ein bisschen Platz. Also früher... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Im vorherigen Teil musste man das selbst machen oder selbst einschätzen. Hier machen die das automatisch. Yo! Das ist ja cool. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so super funktioniert. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist. So. Ah, wenn man das richtig macht, sozusagen, dann kann man gleich alles machen. Aber... Man muss den Y-Knopf gedrückt halten, dann macht er das automatisch. Und wenn du es... Ist aber sehr schwer. Also ich habe es jetzt die ganze Zeit nicht hingekriegt. So, das ist ganz gut. Dann machen wir doch hier auch gleich weiter. Nein, ich Vollidiot. Ich habe die Tomatensamen kaputt gemacht. Na gut, dann kann ich aber nichts machen. Oha. Gut. Hier muss man nur den Knopf drücken. Das ist immer ganz cool. Das habe ich schon beim Remake gemerkt. Einfach aus dem Aspekt her, weil man da nicht ständig Dingsbums machen muss. Im Original kann es halt auch noch passieren, dass du zweimal das gleiche machst. Die Tomaten muss ich nicht nochmal ernten. 10 zusätzliche Dingsbums, das ist mir zu wenig. Na, Justin? Geht's dir gut? Justin sieht gesund und glücklich aus. Na, das ist doch super. Komm, trainieren wir noch mal ein bisschen, hm? Für den Abend. Jetzt auch ein bisschen springen. Pfötchen. Super. Mach Männchen. Noch mal drehen. Also, es wird besser, ne? Wird besser. Ja. Finde ich gut. Im Original konnte man nicht mit dem Hund interagieren. So, was haben wir denn? Wir haben
dreimal Milch. Mal gucken, ob die Juna uns heute noch mal was gibt. Ja, ist ja gut. Guck mal, da fließt das Zeug. Ist doch super. Lecker Milch. Super. So, wenn die Kuh dir was zu essen gibt, Milch gibt, dann... Wow, unser Fund. Freut mich Was? Wow, unser Fund. Freut mich Naturgeister. Wunder entdeckt. Kapitel 1, der Anfang. Erreicht ein Wunder. Schon ein der Wunder gefunden. Toll. Schlappohren, ein Wunder. Schon zwei der Wunder gefunden. Was? Gegenstände oder Belohnung von anderen Dorfbewohnern. Ich habe keine Ahnung, was sie gefunden haben, aber okay. Okay, okay. Das war doch ein langer Tag heute. Dann gehen wir nochmal pennen. Ich habe keine Ahnung, was die Pinwands. Ah, die Pinwands, stimmt. Da können wir ja Bilder und so ein Shit machen. Ein Schäfchen, zwei Schäfchen, drei Schäfchen, yay. Warum ist die Musik so komisch? Ich will die gleiche Musik haben wie immer. Ich will es aber nicht sagen, aber dieses weiße Gesicht von der Juna, von der Kuh, sieht halt ein bisschen gruselig aus. Während das mit der gefleckten Kuh gefällt mir schon eher. Also, Guten Morgen, geht's dir gut? Juna hat ziemlich gute Laune. Na, ist doch super. So, dann werden wir hier nochmal ein bisschen gießen. Das sollte passen. Ja, das mit der einen Tomate ärgert mich natürlich, aber dann ist das so. Ich bin es halt aus dem Original gewohnt, dass man immer so eine Vogelperspektive hat, wenn man auf das Feld geht. Und dementsprechend habe ich halt immer so ein bisschen Schiss. So, okay. Juna ist glücklich. Justin haben wir gestern Abend trainiert. Der ist auch happy. Keine neuen Aufträge und wir können nicht mehr viel machen. So, dann geben wir doch mal den Bräuten gleich noch mal. Kann eigentlich gucken, ob wir noch irgendwo Blumen rumgeistern und mich mal bei den anderen vorstellen. Also ist nicht ganz so actionreich. Ja gut, Story of Seasons war noch nie actionreich, also... Halten wir das mal in Grenzen. Na, Cecilia, alles in Ordnung? Herzlich willkommen. Wester investiert. Ja, die sagt immer das Gleiche. Nee, das passt schon. Das ist schon in Ordnung. Komm bald wieder. So, Blümelein. Hm? Ja, solange die einen Auftrag offen hat, fragt die uns immer den gleichen Mist. Ja, passt schon. Hier, nimm eine Blume und jetzt passt. Ruhe. Das ist also Cecilias Zimmer. Ein bisschen klein, aber gemütlich. Können ihr theoretisch ihr Tagebuch lesen? Ich fühle, wenn ich an ihn denke, was? Eine ziemlich schicke Kommode. Kann mir ins Bett pupsen? Das wäre gemein, okay. Aber lustig. Wenn sich dann abends hinlegt und auf einmal fragt, was riecht denn hier so nach altem Arsch? Kommst hin und ärgerst erstmal alle. Musst du schreiben, ich bin der alte Klassenclown seit dem Abi auf Entzug. Bin ich hier durch? Ja, kann ich. Super. Super.
Super. Dann will ich mich mal langsam... Warte mal, bei denen habe ich mich allen vorgestellt, ne? Dann müsste ich doch eigentlich... Ich guck mal. Hier wohnen doch noch die Zwillinge, die Feuerwerkskörper herstellen. Dachchen, ich heiße Cole und ich bin der zweitbeste Pyrotechniker der Welt. Freut mich. Ach, und falls du dich wunderst, mein Zwillingsbruder Charlie ist der Beste. Willkommen im Tal, ich heiße Charlie und bin der beste Pyrotechniker der Welt. Nicht zu verwechseln mit meinem Bruder, er ist nur der zweitbeste. Zwar keine gewöhnliche Bleibe, aber unser Zuhause. Pass einfach auf, dass du nichts umstößt, okay? Ja, passt schon. Na, junge Öpfer. Hast du Lust auf ein Spielchen? Oh, immer. Gut, zeig mir, was du drauf hast. Soll ich dir die Regeln erklären? Nein, ich kenne das. Das ist so ein... Ja, werdet ihr sehen. Es ging früher auf Zeit. Du gehst mal was essen, ist doch schön. Oh, dieser kleine Bastard. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn er anfängt, hast du verloren. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass es bei dem Spiel sehr kritisch. Ja, der wird jetzt immer sowas machen. Ja, der hat mich jetzt. Das ist Zeitverschwendung. Wenn er anfängt, dann haben wir ein Problem. Hey, wollte wohl nicht so reinpfeifen. Entschuldige, nimm sie so schwer. Wir spielen bei Gelegenheit wieder. Den krieg ich. Die sind also ins vergessene Tal geschleudert worden. Also hier haben sie es nicht ganz so extrem... diesen Raum hätten sie ein bisschen größer machen können, weil es ist ziemlich schwierig, dort abzusteigen bzw. rauszukommen. Aber na gut, dann ist das halt so. Gab es hier nicht auch noch einen Beifuß? Früher hieß das Beifuß. Jetzt ist das irgendwie Würzkraut. Würzkraut, okay. Dann gucken wir uns mal den Rest hier an. Komm, der Ober schenkt mir eine Blume. Bitte schön, Ohmchen. Oh, das ist ja unser Neuzugang. Wie du siehst, sind mein Mann Gary und ich nicht mehr die Jüngsten. Ach, Quatsch. Du warst doch bestimmt noch 50 Jahre. Wir haben beschlossen, unser Landleben hier auf... Nein, ich wollte dir was zeigen. Oma. Meine Güte, ist das nett. Willst du mir das geben, du? Alles meins. Natürlich, wir sind doch so nett. Wir sind doch lieb. Oh, tausend Dank. Das ist ganz reizend von dir. So, eine Blume weniger. Und einer alten Dame war eine Freude bereit. Ist doch schön. Na, alter Mann. Was? Wer bist du denn? Ah, Sascha, stimmt's. Der Kakura hat dich erwähnt. Jeno und ich haben früher in der Stadt gewohnt. Aber auf unsere alten Tage wollten wir es ruhiger angehen lassen und sind hierher gezogen. Ja, das ist doch schön. Ach, hallo Schätzchen, du bist jederzeit willkommen. Willkommen bei mir, wenn du gerade nichts vorhast. Ui. Oh, du lieber Himmel, ist das für mich? Na klar, Ohmchen. Herrje, ich danke dir. Ich werde es immer in Ehren halten. Ist doch schön.
Hallo Sascha, wie geht's dir? Oh, das liebe ich. Ich möchte nicht unhöflich wirken, aber ist das für mich natürlich, Mädel. Aber ich muss momentan leider ablehnen. Ja, du hast zu tun. Hallo Katze. Ja, die wollen nicht aus dem Haus. Diese faulen Katzen. Wenn man sich mit der Romina gut stellt, kriegt man sogar eine Katze später von ihr. Also zumindest war das im Original so. Wie das jetzt hier bei Story, wie das bei Story of Seasons ist, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wie es bei Harvest Moon war. Ich wollte ja eigentlich so mit zwei Konsolen zeitgleich spielen, aber das hätte ich einfach physisch nicht geschafft. Einfach aus dem Aspekt, ja, dann hätte ich nämlich euch zeigen können, so 1:1 Unterschiede zwischen Original und hier dem Remake. Was haben wir denn hier? Ach, wenn das nicht Sascha ist. Wer war das? Ach, Vesta. Hallöchen. Schon eingelebt? Ja, so lala. Ah, gut, aber du hast noch nie auf einem Hof gearbeitet, oder? Alle Anfang ist schwer. Falls du hier ein Problem hast, dann frag mich ruhig. Die hat eine sehr feminine, grazile Stimme. Ich sage meinem kleinen Bruder Matt auch gleich, dass er mit anpacken soll. Hey, Detlef, komm her, du Blödmann. Ja, ich glaube wirklich, dass sie so spricht. Viel über Landwirtschaft beigebracht, also sollte er in der Lage sein, deine Fragen ertragreich zu beantworten, verstehst du? Ich war am Original kräftiger, die Dame. Hey Matt, komm mal her hier. Komm du noch her. Was ist? Ich hab zu tun. Das kann warten, jetzt komm her hier. Du faules Arschloch, komm her jetzt. Deine Schwester lass was herkommen, ihr Bubele. Also, wenn Sascha mal in der Patsche steckt, dann hilft sie ihm, verstanden? Was? Warum denn das? Weil hier im Tal der Bär tobt, wenn Sascha und Takakura mitmischen. Und wenn die zwei ihre Koffer packen und wegziehen, weil es mit dem Hof nicht geklappt hat, wäre das eine Schande. Mag sein, aber auf tobende Bären kann ich aber eigentlich verzichten. Doch. Jetzt hör dich an, schon wieder kratzig wie eine Stachelbeere. Warte doch mal ein Sekündchen. Oh, jetzt wird die alte sauer. Muss mich unbedingt um etwas kümmern, und zwar sofort. Hm? Tut mir leid, dich so stehen zu lassen, Sascha. Du entschuldigst? Du machst erst Stress und dann lässt du uns beide alleine. What the fuck? Ich überlasse dir den Rest, Matt. Aber Schluss mit dem Gemecker, verstanden? Wir sind Gemüsebauern, keine Ziegenhalter. Was? Jetzt warte doch mal. Ach ja, Bruder und Schwester. Können nicht miteinander, aber nicht ohne. Oder es würde was fehlen. Tut mir leid, Vesta steckt ihre Nase immer in die Angelegenheiten anderer. Will dann aber nicht zuhören, wenn sie was zu sagen haben. Ach, red nicht so von deinem Schwesterherz. Naja, wenn dich das nicht stört. Hä? Was denn los? Was ist los? Hast du Probleme mit den Feldfrüchten? Brauchst du Hilfe? Oh, ich komm gut klar. Oh, gut. Ja, gut. Ich habe noch zu tun. Also dann, tschüss. Alter, das interessiert mich nicht. So. Ist alles in Ordnung? Ja, passt schon. Doch, eigentlich wollte ich was holen. Ich wollte noch ein bisschen Dünger holen. Oh, wie hübsch. So, ich brauche noch ein bisschen Dünger. Frage ist nur, Wassermelone, habe ich beides eigentlich? Ich will mein Feld ein bisschen düngen, damit das Gras so ein bisschen rumsprießt. Jupp. Vielen Dank und komm bald wieder.
Na, das ist doch schön. Kannst du mal sehen, mit den Nachbarn sind wir auch schon per Du. So, hier ist alles gut. Dann könnten wir noch mal den Teich besuchen. Oh, wir könnten mal den Archäologen besuchen. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Ist das ein Schatten oder war das... Das sah so buggy aus. So, nehmen wir noch mal ein bisschen Würzkraut mit. Schade, dass sie das alles so komisch übersetzt haben. Also 1:1 Original mit Übersetzung mit gleich... Das... Der Chihuahua scheint ein bisschen Angst vor dir zu haben. Das ist ein Chihuahua. Sieht ja aus wie eine Ratte. Wo kommt die überhaupt her? Oh, hallo. Du bist Sascha, nehme ich an. Ich bin Flora, Archäologin. Ich helfe Professor Carter bei der Ausgrabung. Hallöch, hallo. Ich nehme an, du bist der neue Hofbesitzer. Ich heiße Carter. Sehr erfreut. Du solltest du jeden Wunsch verspüren, dich an der Ausgrabungsstätte nützlich zu machen, dann lass es mich wissen. Hast du heute Zeit? Ja, komm, warum nicht? Ein bisschen Zeit haben wir. Wir können hier verschiedene Sachen ausgraben. Was immer ganz nett ist. Aber was zu finden ist halt sehr schwierig. Eine alte Münze. So ein paar Sachen können wir, die meisten Sachen können wir behalten, aber so ein paar so Fossilien oder Knochen oder sonst was, das ist dann halt immer... Warte mal, habe ich hier was ausgegraben? Ändert sich doch. Oder bin ich blöd? Ah, so funktioniert das. Ich glaube, alte Münzen, die will er nicht haben. Das kriegen wir da raus. Na komm, da ist doch bestimmt irgendwas drin. Ich weiß es doch. Ich spüre das Kribbeln im Sack. Na siehste, ich hab's gewusst. Es ist ein Kristall, der meinen Arsch gekitzelt hat. Ein schön Edelstein, aha. Kriegen wir doch bestimmt auch noch was raus. Ja, guck der Flora nicht so auf den Hintern, du hast hier was zum Ausgraben. Noch, komm schon. Karte, du bist echt... Im Original hattest du nie das Problem, dass die dir so auf den Sack ging. Hattest du an der Seite gefühlt ein bisschen mehr Platz. Da waren aber auch die Charaktere dicker. Da haben wir wieder was ausgegraben. Ja, wenn man halt nichts zu tun hat, kann man sich hier ein bisschen die Zeit totschlagen. Das macht man in der Regel so lange, bis man eine Angel hat. Und damit kann man am Anfang halt auch immer gut Geld machen, um dann seine Felder zu bestücken und dann hat man sowieso immer was zu tun. Ein weiterer produktiver Grabungstag, hoffe ich. Erlaub mir, einen Blick auf deine Fundstücke zu werfen.
Es scheint leider nichts davon archäologischer Bedeutung dabei zu sein. Nimm deine heutigen Fundstücke gerne mit nach Hause. Du hast sie dir verdient. Ah, das ist doch schön. Tja, dann alles für heute. Ich hoffe, wir können weiterhin auf deine tatkräftige Hilfe zählen. Ja, das passt schon. So, das kannte man früher nicht. Da musste man immer außen rumlaufen. Dementsprechend finde ich diese Neuerung gut. So, hier ist also der Rock und die Nami. Was die wohl machen? Eiskalt blitzen lassen. Die Nami steht da, wollte ein Küsschen haben und der einfach an ihr vorbei. Die Nami steht nicht so auf Blümchen. Also dementsprechend. Meh. So, my boys. Lass mal Daddy hier durch. So. Ob beides geht? Tatsache geht beides. Gießen, ja, aber ich weiß nicht, was, das mache ich diesmal auf morgen. Das lasse ich diesmal wirklich auf morgen. Kann ich also auf einmal gießen. Juna hat ziemlich gute Laune. Guck mal, gibt schon wieder ein Herz. Hm? Wer ist ein liebes Junalein? Ja, du bist ein liebes Junalein. So. Aber wir müssen noch mal melken. Super. Wie viel Kohle haben wir denn? Ausdauer, Energie, Sättigung? Alles okay. So, 540. Gucken wir doch mal. Naja, warum nicht? Hoffen wir mal 14. Eine hätte ich gern für den Fall, dass ich jemand eine Milch schenke oder so. Wir theoretisch den Tag heute beenden. Hast du dein Abendessen schon gegessen, Justin? Ja, hast du, ne? Das machst du super. Na komm. Ja, es wird doch besser. Es wird besser. Komm, probieren wir es nochmal. Super. Das macht der Justin super. So, Münze würde ich gerne später verkaufen. Ach, legen wir mal für den Sammelwert 3 Stück rein. Mondlichterz. Ein frisches grünes Kraut mit einem starken Duft wächst im Frühling. Eine uralte Münze. Wann kauft sie die vielleicht ab? Eine Wildblume, die im Frühling blüht. Interessanterweise riecht sie leicht nach Seife. Eine Wildblume, ja, sie hat einen dezenten, süßen Duft, der an frische Milch erinnert. Ein brillantes, glasartiges Erz. Wann kauft es die vielleicht ab? So, das bedeutet, wir müssen irgendwann den Wand sowieso finden, weil er verkauft uns dann später eine Angel. Wen haben wir da? Molly. Was ist denn los, Edel? Na, ja, so gedankenversunken. Oh, ich hatte mich schon gefragt, wer das sein könnte. Hallo, Sascha. Wenn du schon mal hier bist, hättest du Zeit zum Plaudern? Nö. Na klar, guck doch mal. Dieser Anblick ist fantastisch. Er wirkt immer so beruhigend auf mich. Das rauschende Wasser, die sanfte Brise, das gibt es in der Stadt einfach nicht. Guck, wie ein Blöder. Nee. Dort habe ich nämlich früher gelebt, weißt du?
Da habe ich es mir mit einigen Leuten verscherzt. Bedeutet, du hast dich durch die Gegend gefickt. Die Jungs haben das mitbekommen und haben keinen Bock mehr auf dich gehabt. Und jetzt bist du hier, damit es keiner mehr vergisst. Damit es keiner mehr checkt. Ja, ja. Blondes Barmädchen. Nein, natürlich nicht. War ein Spaß. Okay. Aber was soll mir das denn aussagen? So, dass ich schließlich ins vergessene Tal gezogen bin. Na, no, das ist traurig. Eine Weile war ich so damit beschäftigt, mich an das Leben hier zu gewöhnen, dass ich gar keine Zeit hatte, über die alten Wunden nachzudenken. Aber sie kommen mir immer mal wieder in den Sinn. Oh, es tut mir leid. Da habe ich wohl ordentlich die Stimmung vermiest. Hm? Vergiss das am besten einfach. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Sascha. Du bist ein echtes Schätzchen. Mit dir kann man sich richtig gut unterhalten. Was hältst du davon, wenn wir das öfters täten? Ich habe das Gefühl, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Was? Die hat doch schon ein Auge auf uns geworfen. Kannst du sagen, was du willst. Kaum kommt ein neuer Bub in das Dorf voller Inzestkinder gefühlt. Und dann kommt erstmal das Barmädchen und klärt sich den Bauernjungen. Wen haben wir denn hier? Wenn wir da auch sprechen. Ich heiße Pui. Einmal zur fernen Kokosinsel zu reisen, ist mein Traum. Um dorthin zu gelangen, braucht mein Klingelbeutel sehr viel Klingeling. Ich habe viele meiner Sachen schon gegen Münzen eingetauscht, aber es reicht noch nicht. Du hast das Gesicht eines gütigen Menschen, ja, das sehe ich. Hilfst du einem treuen Freund Pui bei seinem Traum? Nö. Wenn ja, wird dein Freund Pui ein Freudenlied anstimmen. Ja, weißt du was? Komm, wir geben dir einen Huni. Komm, wir sind mal nicht so geizig. Gleich mal flexen. Mit so viel Klingeling wird Puis größter Traum bald wahr. Danke, dass du deinen Klingelbeutel geöffnet hast. Ein Traum tanzt mir ein Stück näher. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du kommst bald wieder. So nah und doch so fern. So nah und doch so weit ist sie, die Kokosinsel. Finde ich, weiß ich nicht. Hatte so ein bisschen Stil, finde ich, damals. Weil der war halt wirklich, hatte halt Fliegen um Dingsbums und war wirklich eher wie so ein Obdachloser. Wie haben sie den so ein bisschen als Freigeist gemacht und ein bisschen zensiert in meinen Augen? Schwierig. Wirklich schwierig. Einfach aus dem Aspekt her. Tomate ist am Sprießen. Weil im Original war es halt auch ganz lustig. Da konntest du, der ist ja irgendwann in dein Lebensmittellager eingebrochen. Ah ja, was zu essen stibitzt, was ihr natürlich erwischt. Und manche sagen, dass der immer wieder kommt. Oder ein Kumpel damals, aber damals hat man das auch sowieso immer gesagt. Gesagt, um etwas zu steigern. Also, ja. Ja, gehen wir mal ein bisschen früher schlafen, komm. Kleinen Erntewichtel vor der Scheune. Ah, da ist ein Zettel von Takakura. Hoffentlich gewöhnt du dich langsam an alles hier. Schau mal ein Notizbuch, wenn etwas unklar ist. Was gibt es im Haus? Wenn du lange genug bleibst, könntest du es ein wenig erweitern. Es wäre schön, das Häuschen wachsen zu sehen. Ja, ich kann kochen. Je mehr du kochst, desto besser wirst du.
Und wenn du wirklich gut bist, kannst du eine Menge Rezepte umsetzen. Für bestimmte Rezepte brauchst du einen Ofen. Sobald du den Platz dafür hast, kann ich dir einen vorbeibringen. Du solltest, wenn möglich, verschiedene Kochrezepte ausprobieren. Übung macht schließlich den Meister. Hier im Dahl gibt es viele gute Köche, von denen du lernen kannst. Halte auch immer Ausschau nach Rezepten. Bei Plattenspieler, Kalender. Mhm. Frühling Tag 3, da macht doch der Wann auf. Der Gute. Guck mal, die Bäume sprießen doch schon, das ist doch schon mal schön. Dieses leere Feld sehe ich jetzt. Nur weil ich zu faul bin, mich zu bewegen. Und wie geht's der Juna? Juna geht. Ja, hat sich gleich wieder hingelegt. Na gut. Jetzt wieder wach. Hm? Mädel. Was ist denn los? Guten Morgen, Süße. Guck mal, wie sie den Huf nach hinten stellt. Weil sie sich so freut. Ein bisschen Schamesröte, hm? Ach, brauchst du doch nicht Küchen, hm? Ist das nicht eher so ein Verlegenheitsding? Ich hab von dem ganzen Kram keine Ahnung. Oh, erkundest du das Tal, wenn du müssen möchtest, wo du... Ja, Karte, schon klar. Karte, das können wir machen. Sich im Tal zurechtfinden, das Wetter, einkaufen... Wester verkauft Samen. Wenn du das brauchst, was du in der Stadt bestellen kannst, solltest du den Einheimischen. Ja. Ist schon klar. Hey! Moin, moin! Wenn du im Frühling Samen einsetzen willst, dann nimm Tomaten und Wassermelonen. Erdbeeren und Kartoffeln sind ein Risiko, aber machbar. Ja, weil die nämlich bis Ende der Jahreszeit halt verdorren. Was sagt die immer? Also wenn man nicht weiß, wann es ist. Ich habe mir das damals mal aufgeschrieben, weil die... konntest das an den Samen selbst rauslesen. Aber früher dachte ich, das macht die halt nicht häufig, um dir das alles zu verraten. Und dann hat sie das mal gemacht und da dachte ich, das wäre voll das besondere Badass-Wissen. Und hab mir das mal händisch aufgeschrieben. Bis ich dann gemerkt habe, ja gut, man kann auch einfach die Samen untersuchen, das Saatgut. Und dann sagt ja dein Charakter das automatisch. So, wollen wir mal ein paar Blümelein sammeln? Ich würde gerne wissen, wie weit das mit dem Sammeln geht. Aber es gibt relativ viele Blumen. Ah, stimmt. Die Chris arbeitet ja in der Stadt. Hallo, herzlich willkommen. Ja, abgesehen davon, möchtest du heute was kaufen? Nein, danke. So, ein Blümchen. Solange wir den Auftrag nicht erfüllen, wird die immer diesen Scheiß fragen. Ey, was willst du denn? So, bitteschön.
Super. Will ich noch ein bisschen Dünger holen? Oder will ich noch ein bisschen Saatgut holen? Aber ich will es nicht übertreiben mit dem Saatgut. Eigentlich. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ach, was ist denn los? Sie hieß Ruby. Die fand ich super. Aber Lou, ne. Wie steht's bei dir? Hast du dich schon an die Arbeit gewöhnt? Wenn du mich fragst, man soll alles in Ruhe angehen. Komm, dafür gibt's ein Blümelein. Sieht ja fantastisch aus. Willst du nicht haben? Och, Mann. Mal gucken, ob die dich auch so cool grüßen wie im Original. Ach, du bist es. Morgen. Schöne Jahreszeit, nicht? Man könnte gleich ein wenig feiern. Och, das ist ja lame. Was ich immer so ein bisschen gefeiert habe, im Original sagen die immer, na kurzer. Hallo Schildkröte. Eine große Schildkröte. Ich habe keine Ahnung, was diese Tiere bedeuten, aber die haben immer so ein bisschen... So ein bisschen haben sie. Ein bisschen, Fauna haben die. Die kommt hier ab und zu mal zum Teich. Ich weiß noch nicht, was das genau bedeutet. Es hat im Original nie jemand herausgefunden, ob es mit den Tieren irgendwas auf sich hat. So, dann gehen wir mal nach oben. Wir wollen ja schließlich der Lumine auch noch ein Blümchen schenken. Moin, junge Hüpfer. Och, komm schon. Ihr habt den ikonischen Narkurzer rausgenommen, das ist schwach. Manche Leute sind ja Perlen, aber Lumina ist eine goldene Perle, wenn du mich fragst. Bist du nicht ein bisschen alt für sie? Ah, Sie sind der neue Hofbesitzer, Sascha, nicht wahr? Der Betrieb eines Hofes ist sicherlich anstrengend. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Mühen. Ich für meinen Teil bemühe mich stets, Frau Romana nach besten Kräften zu dienen. Ui. Fühl dich wie zu Hause. Man wird einsam, wenn man in einer großen Villa lebt. Deshalb ist mir Besuch immer willkommen. Wo sind die Lumina hin? Nicht zu Hause? Nicht. Wo ist die Kleine dann hin? Ach, da ist sie ja. Stockst du, der Kleine? Guten Morgen. Ach ja, heute ist ja Wans Verkaufstag. Hast du schon alles von ihm gekauft, was du brauchst, Sascha? Noch nicht. Oh, dann kannst du ja gar nicht mehr lange zum Plaudern bleiben. Ach, klar. Oh, das liebe ich. Ich möchte nicht unhöflich wirken, aber ist das für mich? Natürlich, nur für dich. Hurra! Ich meine, wie aufmerksam von dir. Ich habe zu danken. Ach, vergiss auch die Etikette. Tante Romana freut sich immer, wenn Wann seinen Verkaufstag hat. Ja, ist doch mal schön. Kann sie mal ihre Rente ausgeben. Weiß ja sonst nicht, wohin damit. Hallo, wer bist du denn? Dr. Badoch. Der hieß früher Dr. Hardy. Warum hast du ein Cyborg-Auge? Das ist komisch. Dieser Charakter ist weird. Ich habe nicht verstanden, woher, warum, weswegen. Zu deinen Diensten. Freut mich, dich kennenzulernen. Rein und gönn dir eine Pause. Willst du etwas von mir oder suchst du nach Gavin? Die ist dir so sehr am hinterher crushen. Oh, jetzt hast du mir den Tag versüßt. Ich werde sie in mein Zimmer stellen. Kann ich irgendwas untersuchen? Interessant. Ach ja, wen haben wir denn da? Wie sie überfragt. Ja, ist okay.
Guten Tag, ich bin ein bescheidener Händler, der die Welt bereist und seltene und einzigartige Gegenstände auf den geeigneten Interessenten bringt. Meine Waren stehen jeweils am 3. und 8. eines Monats zum Verkauf. Komm gerne vorbei. Hab ich auch vor, alter Mann. Muss ein bisschen beeilen. Hereinspaziert. Ich habe geöffnet. Ja, kommt und inspiziert meine Waren in aller Ruhe. Ich habe alles, was ihr braucht. So, ich möchte erstmal was verkaufen. Ich brauche Kohle. 40. Okay, 35. Oh, es gibt einen Huni. Aber das nehme ich mal raus, weil das können wir nämlich jemand anderes schenken. Davon verkaufen wir mal 5. Na komm, machen wir 6. Why not? So, das sollte eigentlich genug sein. 705. Ja, klingt gut. Kann man mal machen. So, gucken wir mal, was darf sonst noch was sein? Ja, ich möchte was kaufen, deswegen bin ich ja eigentlich hier, aber ich brauche Kohle. Energy Drink. Achtung, nicht mehr als eine Dosis auf einmal. Fellnase. Ja, hier können wir das andere Outfit kaufen, okay. Kaufen wir erstmal die Angel. Das ist in dem Sinne ganz gut. Na? Oh, was für ein süßes Blümchen. Oh, fuck. Ich wollte ihm das jetzt nicht schenken. Aber vielleicht nimmt die Flora was. Oh, Sascha, man verliert jedes Zeitgefühl, wenn man den ganzen Tag im Dunkeln gräbt. Oh, hast du das irgendwo gefunden? Botanik ist nicht so mein Fachgebiet, also kenne ich mich damit nicht aus. Können wir jetzt? Für Ausgrabung eignet sich das aber nicht. Diese Dame. Du guckst hier nur die Bank an. Hallihallo, komm doch mal zu uns ins Café Hüttensänger. Wenn du nach einem harten Tag schön ausruhen möchtest, immer gleich die Werbetrommel machen. Da bist du selbst in einem Tal. Hallo, Molly. Oh, schwer am Schuften. Scheint, als wärst du Tag ein, Tag aus immer nur am Arbeiten. Der Rock. Hey, Boy. Ja, passt schon. Ich will jetzt nicht hier die ganze Zeit den Leuten irgendwelche Fotos aufdrängen. Aber wir haben das gefunden, was wir brauchen. Eine Angel. Dabei fahren schon Fischlein an meiner Angel an. Jetzt schnapp dir diesen Köder, du blöder, blöder Fisch. Dann zieh ich dich wieder heraus und bringe ich dich um. Na komm, na komm. Komm, 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 zieh, 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 zieh. Rosa Wakasagi, 19 cm. Okay. It's what she said. Ja, macht man am Anfang, zu Beginn 80% des Spiels. Wie gesagt, wir zocken das nur an. Ich glaube nicht, dass euch das großartig interessiert, bis zum Ende zu spielen. 7 cm, das war schwach. Hm. Hier war doch überhaupt kein, eigentlich gar keine richtige Lust. Aber heute ist irgendwie. Ich könnte echt noch eine Runde pennen. So ein Stündchen oder zwei. Naja.
Oh, ein bisschen angeln. Hallo, hallo. Oh, 16 Zentimeter. Ich habe keine Ahnung, was das mit diesen Zentimetern auf sich hat. Ist doch bestimmt auch wieder nur so ein Achievement-Ding. Ich sitze hier im voll teuer. Ich sitze hier im grauen Sand. Eine teure Angel in der Hand. Ich starre in das Morgenrot. Stille Ruh der See. Na komm. XXL Wakasagi, 26 cm. Vielleicht kann ich die noch beim Wand verkaufen und könnte eine Bürste holen. Können wir mal unsere Yuna durchbürsten. Vielleicht auch waschen. Ich weiß nicht, wie das. Wie wäre es mit einem Spaziergang zum Strand, Nina? Oh ja, das hört sich wunderbar an, mein Lieber. Wollen wir gleich los? Ach ja, Opa und Oma, die sind glücklich. Das ist doch schön. Na, Nami? Wer? Das bin nur ich. Ach, so, du bist's. Ja, wer denn sonst? So viel gibt's hier nicht. Was hast du denn da gemacht? Was ich hier mache? Nicht viel. Ich überlege nur gerade, wo ich als nächstes hin will. Ich hatte an den Strand gedacht, aber... Das glückliche Pärchen da unten muss ja nicht unbedingt... unten muss man ja nicht unbedingt stören, oder? Aber das macht auch nichts. Dann gehe ich heute mal dort drüben entlang. Wir sehen uns. Dieses Mädchen ist komisch. Hör doch eigentlich nur zum Wann. Ja, jetzt schnauf erstmal. So, all die Waren alleine her transportiert, mal Respekt. Also Fische immer verkaufen. Wie nur 200? Boah, das ist ja viel zu wenig. Boah, ich kann mich noch dran erinnern. Ich habe früher auch immer gerne an der Stelle geangelt. Aber ich habe mich immer riesig gefreut, wenn ich Haheis bekommen habe. Die gab es auch, diese Fische. Die waren relativ schwierig, aber die haben richtig Kohle gegeben. Zum Beispiel ein kleiner Hahai hat halt 750 gegeben. Und wenn du den nicht verkaufen wolltest, dann ist der Wan halt teilweise auch echt kohlemäßig hochgegangen. Und hat dir, glaube ich, sogar teilweise 820 oder so für den gegeben. Was denn jetzt schon wieder? Ein Herzblatt nach dem anderen. Noch Gustava, was denn los? Ist das jetzt extra, damit man die ganzen, auch die anderen Heirats- oder Junggesellenkandidaten kennenlernt? Hallo Sascha, meinen Namen kennst du ja schon, oder? Ach, echt stark. Ja, ich bin Gustava. Hat Takagura dich am ersten Tag überall vorgestellt? Wir hatten damals ja keine Gelegenheit, miteinander zu reden. Da dachte ich mir, dass wir das vielleicht nachholen können. Dieser Typ ist ein gechillter Justin. Für die Brille ja ganz cool. Kein Problem. Dass du mich übersprungen hast. Solange wir uns irgendwann kennenlernen, ist alles in Butter. Komm doch mal bei mir vorbei. Musik ist mein Ding. Da können wir zusammen welche machen. Wäre vielleicht ganz lustig. Ah, cooler Dude. Bisschen chillig. Aber die Blume am Revers einfach. Dann lass ich mal wieder in Ruhe. Viel Erfolg mit dem Hof. Alles klar, danke, alter Mann. Ob der die Blumen raucht, die er geschenkt kriegt? Entschuldigung. So, hier ist die Flora. Die kleine Tomb Raider Lady. Hier ist der Matt. Können wir nochmal hier hin? Ich würde gerne noch ein bisschen Dünger holen. Scheint gerade niemand zu Hause zu sein. Eieiei. Hier ist auch keiner. Da will man Saatgut kaufen und keiner ist auf dem Hof. Na, die Vogelscheuche ist wenigstens noch da.
Man müsste eigentlich dann anfangen, jedes Saatgut hier auszugraben und die Pflanzen zu klauen. Aber es würde dann vielleicht ein wenig suspekt klingen. So, hier läuft alles soweit ganz gut. Wir könnten unseren Justin noch mal ein bisschen trainieren. Guck mal, ja. Nur am Fressen. So, wir müssen trainieren. Komm mit. Justin hat einen flauschigen Schwanz. Ich weiß zwar nicht, wo du den anpackst, aber... Komm, trainieren wir mal. Männchen. Ja. Spring. Gut. Pfötchen geben. Super. Wie gut kannst du dich drehen? Na, das wird doch besser. Er hat erst nur ein Drittel geschafft, jetzt schafft er schon zur Hälfte. Ja, das machst du gut. Super. So, wie geht's unserer... Ich komm und die tut so, als wenn sie schläft. Juna. Na, da geht's gut. Na, ist doch schon mal super. Hallo, alter Mann. Wenn du dir bei irgendwas unsicher bist, kannst du gerne mich fragen. Manche Dinge lernt man aber besser, wenn man sich selbst versucht. Kann ich schaden, im Tal herumzuwandern, mit den Leuten zu reden? Ja, wenn ich mal nicht da bin, kannst du dir das Notizbuch durchlesen. Du willst schon von mir sagen lassen. Ich weiß, dass du dir das bestimmt nicht von mir sagen lassen willst, aber du solltest so schnell wie möglich heiraten. Dein alter Herr hat davon geträumt, mit seiner Familie einen Hof zu bewirtschaften, also solltest du das im Hinterkopf behalten. Alter, wenn ein alter Mann dir sagen muss, dass du mal langsam dir eine Braut aussuchen musst, dann hast du echt verkackt. Ne, Juna? Brauchen wir nicht. Wer braucht schon? Das wäre... Ja, wann macht zu? So. Wer muss denn heiraten, wenn man Tiere hat? Hund, Kuh, irgendwann kriegen wir noch einen Dingsbums. Guck mal, wir haben sogar Kohle gekriegt. So, 2200. Wir können sogar theoretisch... Was haben wir denn hier? Wir haben hier die normalen Kühe. Wir haben hier die braunen Kühe. Marmorkühe können wir auch holen. Oder Star-Sternkühe. Kosten teuer. Hochwertige Sternmilch, ausgewachsene Kuhmilch. Sie gibt Marmormilch, die sich gut für Käse eignet. Sie gibt braune Milch, die sich gut für Butter eignet. Die gibt normale Butter und die gibt hochwertig. Ist an sich vielleicht gar nicht schlecht. Widder wäre auch nicht schlecht, ne? Widder und Auer, okay. Können eine Henne nehmen. Henne und ein Hahn, das wäre eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite... Futter plus Vogelfutter. Brauchen wir alles eigentlich nicht. Sag ich zumindest. Ja, komm. Was war am Hammer? Gut. Wie sieht denn eigentlich der Hühnerstall aus? Guck mal, dem geht's doch auch gut. Hier ist Futterlager. Hier kommen befruchtete Eier rein. Hier ist eine Tränke. Den Hühnern geht's besser als mir. Das Feld gedeiht auch, das ist schön. Weißt du was, dann würde ich sagen, müssen wir nochmal Milch verkaufen. Und dann... Ja... Gehen wir nochmal ein Ründchen angeln und dann können wir ins Bett gehen. Komm mal kurz her. Ja, genau. Komm zum Wald. Wir warten auf dich. Was? Was wollen die kleinen Erntewichtel denn? Diese Quelle schlummert noch. Wo um alles in der Welt ist die Göttin? Sie ist das, was ihr am meisten fehlt. Bestimmt hat sie sich verlaufen. Das ist eine tolle Göttin, die sich verläuft. Es müssen erst eine Menge Dinge passieren, bevor die Göttin hierher kommen kann.
Erstmal muss es wie eine Quelle aussehen, die einer Göttin würdig ist. Wir müssen alle Tiere, die in der Nähe leben, so glücklich wie möglich machen. Und wir müssen lauter wunderbare Sachen sammeln. Also los, wir sammeln alle Wunder, die wir finden können. Ja, um diesen Ort noch wunderbarer zu machen. Aber wodurch wird etwas überhaupt wunderbar? Ein Rätsel. Alle bereit? Zeit für ein wunderbares Abenteuer. Abenteuer, Abenteuer. So, jetzt nimmst du mal Anlauf und kickst sie alle drei weg. Aber wonach suchen wir überhaupt? Wenn wir groß sind, möchten wir zum Mond fliegen. Können diese Pilze essen und dann sind wir hier irgendwie in diesem Baum. So, die müssen wir jetzt nicht unbedingt Hallo sagen. Der interessiert mich relativ wenig. Aber großartig sammeln können wir jetzt auch nichts mehr, ne? Ja, die Switch-Version ist okay. Aber mit 60 FPS läuft die nicht mehr. Die Angelschnur und Barsche sammeln. Yep. Können wir aber nur an Wand verkaufen. So, Morgenroutine. Guck mal, das Feld wächst. Das ist doch schön. Da geht einem doch das Herz auf, wenn man das, was man im Schweiße seiner Mühen anpflanzt. So, erstmal Tiere. Der Juna geht es recht gut. Na, das ist doch schön. So, machst du super, hm? So ein bisschen einschleimen, vielleicht kommt da ein Liter Milch mehr raus. Oh, 4 Stück, das ist okay. Da will ich nicht meckern. 30, ja, das sollte passen. So, das Schöne ist, wenn die Bäume einmal ausgewachsen sind, muss man sie nicht mehr gießen. Das gefällt mir immer sehr gut. Warum habe ich jetzt versucht, mein Pferd zu rufen? Ich finde es cool, wenn man automatisch ein Pferd kriegt. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Im Original war das so. Da hat der Takakura ein Pferd für dich gekauft irgendwann. Einfach irgendwann im Sommer. Man muss theoretisch nur den Knopf drücken und der bewegt sich automatisch dahin, damit man das markierte Feld gießt. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Also muss man nicht überall hin und her laufen und die Gefahr ist wesentlich geringer. So. Noch mal eine Runde trainieren. Na siehst du, der kriegt schon eine 180 Grad Drehung hin. So ein bisschen. So langsam wird der Justin doch. So. Das läuft doch schon mal gut. So, wir haben gegossen. Wir haben uns um die Tiere gekümmert. Was sagt unsere Energie? So mittelmäßig. Was ja auch okay ist. Wir haben noch einen Auftrag. Die Cecilia braucht noch Tomaten. Wir haben noch 6 Tage übrig. Das bedeutet, wir müssen eigentlich nur warten, bis unsere Tomaten wachsen. Das sollte von den Tagen her machbar sein. So, erstmal gucken, ob hier noch irgendwelche Blümchen wachsen.
So, Vesta, was denn los? Hey! Hey, moin, Sascha. Wenn du... Ja, das weiß. Hm, ist alles in Ordnung? Ich bin zum Plaudern hier. Herzlich willkommen. Ja, mehr Liebe, abgesehen davon. Ja, komm, ich hole mir was. Ich habe gar nicht so viel Kohle. Wächst sehr schnell. Na komm, da sind wir für den Sommer vorbereitet. Die Jahreszeit hat sowieso nur 10 Tage. Bist du mit deinem Einkauf fertig? Ja. Vielen Dank, komm bald wieder. Hey, wir haben noch was für dich. Bitteschön. Blümchen. Blümchen. Du kannst dich glücklich schätzen. Ja, nimm's doch einfach. Ja, ich weiß, ich bin nett. Bin ich zu allen. Sag das nicht zu laut, sonst wird's eifersüchtig. Guck mal, wer ist da? Ey! Doch, Mann, du Eule. Ich habe keine Ahnung, ob man da auch Zuneigung gewinnen kann. Es wäre cool, wenn man mit jedem irgendwie so ein Freundschaftsevent oder so triggern kann und nicht nur mit ein paar Leuten. In Stardew Valley war das, in Dingsbums, da gab es bei den Singles ein Herzchen. Nee, bei Portia war das, bei den anderen halt so Sterne. Gut, gibt's hier ja auch, ne? So, was haben wir denn sonst noch hier? Ansonsten können wir... Ja, am Anfang ist halt immer sehr nervig, weil man sieht, man ist innerhalb von ein paar Stündchen mit seinem Tag fertig, beziehungsweise hier Minütchen. Und dann macht man einfach den nächsten Tag und den nächsten Tag. Man hat nicht so viel zu gießen und irgendwann kommt der Erntetag. Ach ja. Mal sehen, was man machen kann, ist halt Stuff sammeln. Ich könnte schon mal gegen so einen von diesen Lümmeln spielen. Diesmal ziehe ich dich ab, alter Mann. Ich ziehe dich ab. Tja, jetzt hab ich die Oberhand, hm? Alter Sack. Ne, 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 ne. Na, hab ich abgezogen. Du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Entschuldigung. Noch stehe ich ganz gut da. Das macht er jetzt hier und ich mach zack, 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 zapp, zapp, zapp. Ja. So machen, was du willst. Du kannst nichts mehr tun. Du kannst gar nichts mehr. Du hast nichts mehr. Ich habe den Boden mit dem aufgewischt. Ich kann theoretisch meinen Zug jetzt steht überspringen. Der ist nicht obdachlos, das ist ein Pyrotechniker mit seinem Zwillingsbruder.
Ich glaube, mich lasst der Affe. So deutlich habe ich ja noch nie verloren. Hehe. Du hast mich richtig eingetütet. Respekt. Beim letzten Mal hat er mich fertig gemacht. Jetzt ist 1:1, alter Mann. Die machen Feuerwerk. Auf jeden Fall ist es nicht leicht, gegen meine Wenigkeit zu gewinnen. Hier eine Kleinigkeit für dich zum Anlass zum Feiern. Nice. Nächstes Mal kommst du mir aber nicht so leicht davon. Wenn wir eine Revanche spielen, kannst du dein letztes G drauf wetten, dass ich gewinne. Ich will aber kein Geld verwetten. Na, wenn das nicht unser Jungspund ist. Was führt dich zu unserer bescheidenen Bleibe? Ist zwar keine gewöhnliche Bleibe, aber unser Zuhause. Pass auf, dass du nichts umstößt, okay? Ich glaube, wenn ich hier was umstoße, dann war's das. Ich finde es halt komisch, dass man sich hier einnistet mit ganz vielen Bomben. Es sind Pyrotechniker. Was machen die denn wohl? Bomben. Also ich würde nicht auf einem Kissen voll Handgranaten schlafen. Ich hätte da leichte Bedenken. Komm, essen wir mal was. Nein, ich habe keine Kohle. Oh, Club-Sandwich. Klassischer Kuchen. Blaue Mischung. Orangenlimo, Zitronenlimo, Kräutertee. Also im Original kannst du hier Drinks bestellen. Was auch lustig ist, kannst du dich an die Bar stellen und je nachdem, wie weit du vorangeschritten bist im Spiel, kannst du halt schon mal ordentlich ein paar Drinks trinken. Mumu-Milch. Und so weiter und so fort. Ah, wen haben wir denn da? Die rothaarige Nami? Hallo? Die mag keine Blumen. Die olle Schrapnelle. Hey, Nami, ich hab was für dich. Aber das mag die. Bei dir hat Morgenspund wohl wirklich Gold im Mund. Hast du den Stein im vergessenen Tal gefunden? Hey, den wirst du doch haben. Warum sieht dein Char so feminin aus, Frisur und Gesicht? Der sieht immer so aus. Das ist schon eine der wenigsten Frisuren, die nicht feminin sind. Kann man leider nichts machen. Wir hätten ja auch Schmalzlocke nehmen können. Wir können wieder Blumen sammeln. Super, super, super. Blümelein, Blümelein. Da hinten ist doch... Ich finde es halt interessant, dass sie den nicht so offensichtlich als Obdachlosen gemacht haben. Wie gesagt, im Original da hat er nur so einen Strohrock an. Und das Ding zieht er auch aus. Das Wetter wird immer wärmer. Und hat eigentlich eine ganz zerzauste Frisur und Fliegen um seinen Kopf schwirren. Was auch ein bisschen gemein ist. Und ja, dann hast du den halt hier irgendwie in Unterhose rum ersetzen, wenn er nämlich an der Brücke stand und hat gebettelt. Hat er sich nämlich auf sein Röckchen gesetzt. Das hat er sonst um die Taille getragen. Gut, ist es noch Mittag? Wir können noch ein bisschen was machen. So, dann wollen wir mal der Lara Croft in Spain ein bisschen unter die Arme greifen. Natürlich, für dich habe ich immer Zeit, Bro. Hier, Schaufel, danke. Was haben wir jetzt gefunden? Eine alte Münze. Die ist lame. So, manchmal findet man da auch interessante Sachen. Ja, komm, da steckt doch was drin. Na komm da raus, du Lümmel. Ja, wollte schon sagen. Etwas Merkwürdiges. Ich glaube, das will der Kater behalten. Der sammelt nämlich solche merkwürdigen Sachen. Also alles, was irgendwie so Statue, Fossil oder so ist.
Der tut bestimmt nur so, als wäre ein als wäre ein Forscher, um die Flora zu klären. Ja, aber fand ich immer so ein bisschen komisch. Die leben zusammen im Zelt, aber die sind nicht Mann und Frau, glaube ich. Also ich fand das als Jugendlicher ein bisschen komisch. Dass sie nicht zusammen sind oder so. Ich meine, das Zelt ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Und die erwähnen halt auch nicht, dass sie irgendwie ein Paar sind oder sowas. Altes Fossil. Ich glaube, das Fossil will er behalten. Ja, fertig. Alles passt. Wir haben ein bisschen was gefunden. Gut, gehen wir nach draußen. Ich hatte ja mal die Hoffnung gehabt, dass man es irgendwann so krass die Ausgrabungsstelle Sachen machen kann, dass man zwei Sachen findet, die er behalten will. Eins vergisst er einzusacken und das andere kann man für richtig viel Kohle oder so verkaufen. Ein weiter produktiver Grabungstag, hoffe ich. Erlaub mir einen Blick auf deine Fundstücke zu werfen. Scheint leider nichts von archäologischen Bedeutung zu sein. Was? Nichts? Das Fossil will er auch nicht haben? Sascha, Takagumo hat im Wohnzimmer eine Nachricht hinterlassen. Vielleicht willst du sie mal ansehen. Ja, schau mal, was... Oh, gehen die mir jetzt die ganze Zeit auf den Sack. Ich habe dir ein neues Tier vorbeigebracht. Du findest es im Geflügelstall. Huhn! Wie heißt die Henne? Komm, das ist die Henne Martha. So, da holen wir die Hennen mal raus. So. Die Damen, ich möchte, dass ich benommen wird, nicht angezickt. Ich würde gerne noch was ins Lager packen. Ich will nicht alles gleich verkaufen. Platzhalter. Dient das doch ganz gut. Super. Du. Wen haben wir hier? Entschuldigung? Hm? Guten Tag, freut mich, dich kennenzulernen. Hast du zufällig den Hof im vergessenen Tal übernommen? Ich heiße Lumina. Ja, wir kennen dich doch schon. Kannst du das Gebäude da oben auf dem Hügel sehen? Also die Villa, meine ich. Ich glaube, wir sollten die Lumina heiraten. Dann haben wir fürs Leben ausgesorgt und brauchen nicht mehr den Hof. Da wohne ich mit meiner Tante Romana und unserem Butler Sebastian. Ich erinnere mich, dich bei deinem Einzug kurz gesehen zu haben, aber ich glaube, wir haben uns noch nicht richtig vorgestellt. Ich hoffe, dass wir beide gut miteinander auskommen. Es gibt nämlich nicht viele Leute, mit denen ich mich einfach mal hinsetzen und reden kann, weißt du? Ich bin so langweilig. Jedenfalls hoffe ich, dass wir bei Gelegenheit wieder mal ein Schwätzchen halten können. Bis dann. Okay. Ein bisschen komisch ist die Kleine schon. So, wo ist denn der alte Mann? Hallo, Takakura. Na, Junge, wie laufen die Geschäfte?
Kühe geben nicht immer Milch, weißt du. Wenn sie bald kalben, kannst du sie nicht melken. Aber danach geben sie eine Weile mehr Milch als sonst. Denk dran, wenn du deine Kühe aufziehst. Ja, ja. Ah, die Felder sehen auch nicht schlecht aus. Das muss man einfach lassen. Und wen haben wir denn da? Die fleißige Biene Celia. Cecilia, Entschuldigung. So heißt sie ja. Hm? Ist alles in Ordnung? Dieser Blick wie so ein Frosch. Rabbit. Ich habe so das Gefühl, dass sie gleich anfängt, die Fliege über meinem Kopf zu fressen. So. So. Da oben. Da. Diese Fliege. Ich habe mir von den Feldfrüchten etwas gewünscht, nämlich, dass sie für uns groß und stark werden. Was? Abgesehen davon möchte ich, dass du heute etwas bei uns... Abgesehen davon, möchtest du heute was kaufen? Nee, das passt schon. Es war... So gern ich den Charakter hier habe, aber es war gerade ein bisschen gruselig. Nein, du kriegst... Grüß dich und hallo, ein Trip zu wundersamen Kokosinseln ist mein Ziel, aber kein Geld zu haben ist ein Hindernis. Kannst du etwas Klingeling entbehren? Wenn ja, wird dein Freund Fui ein Freudeslied anstimmen. Ja, hier ist ein Euro. Sascha hilft sehr viel. Dank der Klingeling bin ich fast am Ziel. Sehr hilfreich, sehr, sehr hilfreich. Vielen Dank und bitte komm wieder. So nah und doch so weit ist sie die... Alter. Der schafft das nie zur Kokosinsel. Ich habe den legit in dem Original schon so viel Kohle in den Arsch geblasen, diesem Gammler. Na Chris, was sagst du denn zu dem? Ach Sascha, läuft es gut auf deinem Hof? Falls du mal zu viel Milch produzieren solltest, nehme ich sie dir gerne ab. Oh, das muss Milch von deinem Hof sein. Kann ich die haben? Wenn du wüsstest, nicht nur Milch von meinem Hof. Oh, du bist ein Schnucki. Danke, es lohnt sich eben immer zu fragen. Ja, komm, sind wir mal so lieb. Das, was ich eben zu deiner Mama gesagt habe, das hast du nicht gesehen. Sag das nicht deinem Papa, okay? Gut. Ja. Hinterfragen... Warum muss ich mir jedes Spiel versauen? Komm herein und gönn dir eine Pause. Wenn du dich ausgelaugt fühlst, ist ein warmes Getränk. Hier hast du eine Blume und jetzt gebe ich auf den Sack. Na klar. Würde ich doch immer. Oh, jetzt hast du mir den Tag versüßt. Vielen Dank. Du hattest immer das Gleiche sagen. So ein paar Sprüche mehr wären ganz lustig gewesen. Zwei Herzchen. Oh, ich glaube, bei vier Herzchen kannst du den, ich glaube, bei vier Herzen ist es bei vier? Also im Original war das bei vier Herzen, glaube ich. Dann kannst du den, glaube ich, Dingsbums. Im Sommer kriegst du irgendwann eine blaue Feder. Das ist hier sozusagen ein Heiratsantrag. Und wenn eine von den Junggesellen innen, Dingsbums, wenn ich das nochmal so sage, verprügelt mich. Es hätte mir nichts Besseres zu tun. Ja, komm, ist egal. Ja. Also früher war es so, dass man maximal 4 oder 5 Herzen kriegen konnte. Bei 5 weiß ich nicht, was passiert ist. Aber ich weiß, dass man bei 4 Herzen halt dann, das sind hier dann die blaue Feder sozusagen abgenommen haben. Und dann konnte man diese eben... Ja, das war dann sozusagen wie ein Heiratsantrag. Und dann musste man aufs Ende des Jahres warten und dann... Ja. Hat man halt Frau und Kind an der Backe. Und dann war es das mit dem Single-Leben. Dann heißt es nur noch Kühlschrank füllen. Nicht mehr durch die Gegend rennen, Blümchen pflücken, ein bisschen Brautschau machen. Nee, nee, beginnt der Ernst des Lebens. Arbeiten, arbeiten und den Ertrag abgeben. Das nennt man Parasiten. Ja, so kann man es natürlich auch betiteln.
Ich mag dich, wir heiraten jetzt. Wenn nicht, das Spiel vorbei. Fuck. Hab ich mir dann auch gedacht. Es war dann vor allem lustig. Ich habe dann am letzten Tag gespeichert und dann kam halt die Celia oder hier die Cecilia vorbei. Wollte mich heiraten. Ich hatte eigentlich keinen Bock drauf. Und, Martha ist heute ziemlich temperamentvoll. Na, no, komm schon. Ah, schade. Ich dachte, ich kann die in die Tasche stecken. Und ja. Ehe man sich's versieht, war es halt ganz schnell weg. Ja, war das Spiel vorbei. Also habe ich dann die Cecilia dann im Spiel geheiratet. Und dann kam eine kurze Sequenz und zack, Frau und Kind im Haus. Ja, das war's dann. Und dann nur noch Pflanzen, Ernten, Verkaufen, Kaufen, Pflanzen, Ernten, Verkaufen, Kaufen, Pflanzen, Ernten, Verkaufen, Kaufen. Und der Geldbeutel wächst. Und der Inhalt des Kühlschranks wächst. Ja. Das Interessante ist, also im alten Teil soll es auch möglich sein, dass man die Familie wieder aus dem Haus ekelt. Ich glaube, wenn man sich wirklich um nichts kümmert, die Farm vollkommen verrotten lässt, dann haut deine Frau mit ihrem Kind irgendwann ab. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Also ich glaube, man kann es... Ich weiß nicht, ob sie es beim Remake auch eingebracht haben, aber beim Original kann man es halt gut verkacken. Habe ich aber nie hinge... Ich habe es nie übers Herz gekriegt. Der ist nie zu Hause. Wo gammelt der denn wieder rum? Sitzt er wieder hinter irgendeinem Baum? Und versucht, irgendwem beim Umziehen zuzugucken. Dieser komische, verrückte Wissenschaftler. Wo ist er dann, dieser Lümmel? Den denn schon getroffen? Wie? Ich habe den noch nicht getroffen. Hier gibt es auch einen Wissenschaftler, der so ein bisschen weird ist. Frage ist nur, wo ist der gerade? Wo bist du, Wissenschaftler? Ich warte auf dich und ich suche dich. Kann ich nicht einfach einbrechen? Das war mal vor allem lustig. Wir hatten mal in einem... Wir waren früher... Oh, hier ist aber was los. Das ist ein Café. Merkst du, wie wenig das passt, hä? Mit dieser Musik und abends ist da so viel los. Ich würde nicht sagen, dass das ein Café ist. Auf jeden Fall hatten wir mal in der Jugend, da waren wir halt an einem Bahnhof, haben wir immer rumgegammelt. Und dort war eine Kneipe. Die Kneipe hatte ein WC für ihre Gäste. Klar, müssen die anbieten. Und das war halt sehr geschützt durch halt ein Codefeld. An sich ja nichts Schlimmes, ne? Sagst du den Stammkneipenleuten dann, wie der Code und so ist, dass sie dann auf Toilette gehen können. Es war halt nur ein bisschen doof. In dem Sinne. Weil, sagen wir es mal so, der Code bestand aus 4 Zahlen. Und das Eingabefeld, das PIN-Feld, die 4 Zahlen, die du drücken musstest, waren vergilbt. Das bedeutet, als Außenstehender hast du gemerkt, welche 4 Zahlen du drücken musst. Und irgendwann hatten wir das halt raus. Vor allem war das halt auch blöd, weil das Ding kurz grün geleuchtet hat, wenn du die richtige Zahl erfunden hast. Das bedeutet, du musstest theoretisch nur alle Knöpfe drücken und musstest gucken, wo es dann halt beim ersten Versuch, ne? Das bedeutet, du hast dann die 2 gedrückt und es leuchtete rot, dann hast du Return gedrückt und dann hast du die 3 gedrückt und wenn es dann grün leuchtet, wusstest du, dass du mit der 3 anfangen musst.
Und bei 4 Zahlen, wenn du dann direkt ein Feedback bekommst, ne, war halt nicht unbedingt das Beste. War ein bisschen dämlich. Und da war der Kneipenbesitzer halt sauer, dass wir den Kram halt ganz schnell gehackt hatten. Und dass dann sozusagen die Bahnhofsgammler so schnell auf die Toilette konnten. Wo wir eigentlich nichts zu suchen hatten. Oh nein, ich werde müde. Jo, wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Wie länger machen wir auch nicht? Ich wollte es jetzt nicht so lange. Nein! Na komm, egal. 6 Tage, komm schon. Da habe ich jetzt nicht viel weniger gemacht. Wie fandet ihr das Spiel? Ich hätte noch ein anderes Spiel, was ich antesten möchte. Die Frage ist, hättet ihr da drauf Bock oder wollen wir eine Runde LOL zusammenspielen, Justin? Von Kai habe ich noch nichts gehört. Dementsprechend fällt 7 Days to Die flach. Wir haben ja ein paar Spiele, die wir gemeinsam spielen können. Warum nicht einen schönen Abend gemeinsam gestalten? Aber ich sehe gerade. Wie, 0 Freunde online? Doch, jetzt sind 3 online. Ich dachte schon, ich hätte keine Freunde. Ist gerade noch am Monst. Teste das andere Spiel. Du musst gerade am Monster an der zocken, ne? Habe ich schon gesehen. Dann testen wir mal das andere Spiel. Ja, das habe ich mir zeitgleich gekauft. Final Fantasy 15. Um dieses Spiel zu... habe ich die Disc nicht eingelegt? Nee, ist noch hier. Irgendwie, als ich das Spiel zum ersten Mal installiert habe, da hat sich irgendwas in meiner PlayStation aufgehangen und ich hatte so einen extrem krassen, lauten Lüfter. Ich habe so Angst, dass das Kugellager kaputt ist. Es kann auch einfach nur sein, dass irgend so ein leichter Staubpartikel da reingefallen ist oder irgend so ein kleines Blättchen oder so. Das will ich jetzt auch nicht bewerkstelligen. Jetzt kommt sie! Jetzt! Wo wir eben Story of Season A Wonderful Life gespielt haben. Untertitel, Wireless, Textsprache, Leistungsmodus, Bildfrequenz. Ja. Finde ich mittlerweile gut. Action-Fokus, Story-Fokus, warte mal. Beginne das Spiel mit mehreren Hilfsgegenständen, die das Spielerlebnis erleichtern. Empfohlen für Spieler, die weniger mit Action-Spielen vertraut sind und sich auf die Geschichte konzentrieren wollen. Empfohlen für Spieler, die mehr mit Action wollen. Wir haben eine Kuh namens Yuna. Wir haben einen spitzohrigen Hund namens Justin.
Und eine von den Mädels haben sie halt umgenannt. Warte mal. Machen wir gleich. Zeige ich dir mal. Dafür gibt's ein Timeout. Da bin ich mal gespannt, was sie dazu sagt. So, Story of Season, nur ganz kurz. So, unser erstes Ei. So, langsam müssten hier die Tomaten sprießen, weil die Cecilia will ja noch eine Tomate haben. Wollen wir mal gucken. Ja, der Juna geht's gut, guck mal. Ja, ist ja gut. So, der Juna geht's gut. Die fühlt sich auf der Weide mit der Martha wunderbar pudelwohl. Weiß nur nicht, ob die Vesta, der Matthew und die Cecilia schon aufgestanden sind. Aber die sind doch eigentlich relativ früh. Moin. Hallo Cecilia, alles in Ordnung? Ja, alles gut, ich bin zu plaudern hier. Herzlich willkommen. Ja, Liebe und Sorgfalt. Nein, ich möchte dort nichts kaufen. Ich bin pleite. Ich bin der Pleitegeier. Aber ich habe ein Blümchen für dich. Wir müssen den Auftrag erfüllen. Ah, oh, das sieht ja sehr entzückend aus. Du kannst dich glücklich schätzen. Hier, bitteschön für dich. Meinst du das ernst? Du bist so nett, Sascha. Ich weiß ja sehr zu schätzen. So. Hat die Cecilia auch ein Blümchen bekommen. Die Juna hat einen Knuddel gekriegt. Na, ist doch super. Die Hannelore, die hat ein Ei geklaut gekriegt. Und die Wester hat uns angeschrien. Das ist doch mal was. So, aber eins haben wir vergessen. Wir müssen doch mal an die Zitzen ran. Na, guck mal, die Milch fließt doch. Fließt die Milch von alleine rum, rollt das Geld gar nicht dumm. So. Guck mal, wir haben sogar zwei Herzen schon bei der Cecilia. Obwohl, bei der Molly auch. Bei der Nami noch nicht. Aber bei der Lumina können wir auch was sammeln. Das sind also die vier Bräutinnen. AnwärterInnen. Schade, Flora können wir nicht nehmen. Ich glaube, die ist mit dem Kater irgendwie. Das sind Zwillinge. Ja, Pyrotechniker. War doch. Nina und Gary, ich glaube, mit den beiden möchte ich mich nicht so stark anfreunden. Weil ich glaube, die Mann sind ja so lang. Das ist die Mama von ihm. Und Sally. Ja. Dieser alte Mann. Naja, komm. Das andere Spiel antesten.